Ah, wir müssen einmalig. Klar, wir müssen einmalig hier anfeuern. Dampfmaschine läuft an, die kriegen Strom. Laufen langsam hoch und befüllen unsere Boiler. Ja, komm. Wirklich minimal der Verbrauch. Und das reicht hierfür. Und dann ist das Schöne, dass wir auch irgendwann mal hier außen rumgehen können, das komplette Feld einbauen können. Und dann hier auch nochmal einen Splitter dazwischen hängen. Dann können wir wirklich auch die Kupferproduktion ordentlich antreiben. Und jetzt würde ich sagen, brauchen wir hier wieder mal ein bisschen Nachschub. Da ist voll. Können wir noch mal eins rausnehmen, weil ich glaube fast. Nein, Kupfer ist auch voll. Hier ist gerade leer. Hier ist voll. Und hier ist voll. Gut. Das mit den Kisten finde ich nicht ganz so geil hier, aber im Großen und Ganzen schon okay. Komm, damit's. Ach nee. Jetzt wollte ich gerade sagen, damit es hier vorangeht, können wir mal. Wir bauen wieder Stahl. Ach, wir wollen ja gar keinen Stahl bauen. Wir wollten ja eigentlich nur mal testen. So machen wir es. So machen wir es. So, genau, und die Kurve ist weg, so passt's. Gut. Jetzt, ja, haben wir hier noch eine Kiste? Aber ganz ehrlich, die ist nah genug dran, um sie von Hand zu befüllen. Solange das jetzt hier so noch halbwegs überschaubar ist, möchte ich mit der Kohle eigentlich nicht noch extra dran vorbei. Aber oh, wir haben da keine Kohle mehr. Das zum Beispiel ist was, das würde ich lieber ersetzen. Hier oben kommen wir einfach nie hin. Das möchte ich eigentlich sehr gerne komplett elektrisch haben. Dazu würde ich jetzt hier mal ein bisschen Stahl wieder sammeln. Gucken wir mal, wie viele. 3 Stück. Können wir hier noch kurz warten, dann können wir mehr als die 3 machen. Und da ist ehrlich gesagt das mir wichtiger. Wollen wir noch einbauen. So, so, so. Und weil es so schön ist, von beiden Seiten das Ding befüllt zu haben, machen wir es jetzt so. Das brauchen wir wieder nicht mehr, die brauchen wir auch nicht mehr. Das auch alles nicht. Wir brauchen die Masten sowie unsere neuen Bohrtürmchen. So. 21K passt gut. Und können damit hier hin. Beide haben Strom. Und unsere Kohleproduktion wird noch besser. Wobei die eigentlich echt kein Mensch braucht, ne? Aber wir sehen, auch hier sind wir von der Produktion her voll mit dabei. Da können wir kommen. Ist generell nicht viel, was wir hier haben. Deswegen lohnt sich hier nicht so sehr. Aber komm, weißt du. Da bringt Geiz jetzt auch nichts, ne?
hier. Mensch, die Idee schlechthin. Können wir doch hier auch automatisiert machen. Warum denn nicht? Das ist so wenig. Der kann sich da immer wieder inzwischen rauspflücken. Jetzt haben wir das Problem, dass wir kein Holz mehr haben. Und wir haben auch noch Nacht. Das heißt, wir sehen nichts, aber machen wir jetzt einen Rock. Jetzt bräuchte ich so ein bisschen Altholz. Da. Da können wir was holen. Bauen uns noch ein paar Strommasten. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir die Ressource Holz später überhaupt noch so brauchen. Jetzt aktuell, ja, klar, für unsere Strommasten, für Holzkisten. Aber ich weiß, dass Holzkisten besser werden. Definitiv. Benutzen wir ja auch jetzt schon gar nicht mehr die Holzkisten. Und auch Strommasten habe ich schon gesehen, dass es andere, neuere dann gibt. Das heißt, auch da vermute ich fast, dass wir über kurz oder lang andere Strommasten nutzen werden. Dann hat sich auch das erübrigt. So. Jetzt wird's spannend. Das machen wir jetzt als letzte Aktion heute, würde ich sagen. Ist spät, langsam. Muss morgen arbeiten. Wir können nur 5 von denen bauen. Steel und Stone Brick. Okay. Haben wir doch schon was, warum wir hier weitermachen wollen. Was hier passiert? Warum? Warum? Ach, weil hier voll ist. Wenn die eine Seite voll ist, dann setzt er auf die andere Seite. Das ist scheiße. So, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen einsammeln. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das heißt, ich müsste am Ende, komm, da starten wir jetzt trotzdem aber auch noch was. Robotic Effectrons Rocket Siler. Oh, da kommen wir da näher dann. Das würde ich sagen, machen wir mal. Oder Laser, was kann der? Laser Turret und Military brauchen wir jetzt nicht. Solarenergie. Ist vielleicht nicht verkehrt. So, wir müssten jetzt eigentlich eine Kohle... Aber selbst wenn wir einen Kohlekreislauf machen, wenn die Kiste voll ist, ist trotzdem Ende. Also das gefällt mir wirklich nicht. Das finde ich richtig gehen scheiße. Dass der jetzt hier auffüllt, weil die Reihe sozusagen voll ist. Da dachte ich, ja, ist doof, klar teilt er immer noch auf. Aber irgendwie war ich jetzt der festen Überzeugung, der hört dann generell auf. Und so ist natürlich, ja, passiert genau das. Anstatt dass er mir die Produktion vereinfacht, hält er sie uns auf. Sammle ich jetzt hier mal alles weg. Setze hier wieder eine hin. Aber natürlich richtig rum.
Und wenn ich dann hier hinsetze, muss ich nochmal kurz den Anfang wieder wegsammeln. Ja, okay, dann. So geht's. Muss ich halt ein bisschen aufpassen. Doch noch nicht 100% automatisiert. Aber okay. Wie schaut's bei dir aus? Du machst auch, ja. Gucken wir mal, was sagt hier unser Stil. Stone. Wir können... wir können richtig viele bauen. Wir brauchen aber erstmal... Weil die sind jetzt größer. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ich mache jetzt mal nur 4. Ah ne, die sind gleich groß. Okay, habe ich mich getäuscht? Passt. Können wir noch 2 mehr bauen. Und Nummer 6. Das ist doch gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Das ist großartig. Wir füllen hier nochmal alles auf. Ja, aber nämlich schon wieder. Ist Dreck im Schachtal. Wenn man so schön sagt. Geh, Bulle. Und was hast du hier nochmal, Kupfer? Ja, das ist echt... Naja, mittelmäßig. Aber auf jeden Fall klappt es schon mal besser als beim letzten Mal. Oh. Das gefällt mir wunderbar. Er ist schneller mit dem Brennen als mit dem Abbauen. Haben wir dann eine Verbindung? Nein. Müssen wir so machen. Jetzt geben wir Gas mit der... Jetzt geben wir Gas mit der Stahlproduktion. Das mit der Kohle ist nicht schön. Ach, komm. So. Ah, das erste Zipfel hier müssen wir wieder wegnehmen. Und haben wir hier selbes Problem? Nein. Hier ist es insofern okay, als dass wir wirklich nur die Kohle wegnehmen und wir keine geteilten Förderbänder haben. Ja, dieses Förderbänderteilen, wir könnten ja auch nochmal Lampen hinsetzen im Übrigen. Dieses Förderbänderteilen ist praktisch, klar. Aber ist nicht so leicht. Ist echt nicht so leicht. Hier klappt's gut. Ja, eigentlich hier klappt's gut. Und genau das ist genau das, was wir auch haben wollen. Dann lass uns keinen Splitter machen. Oh, ja, ich weiß, ich wollte ja. Ich wollte gleich gehen, ich weiß schon. Dum 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 dum. Dumm, 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 dumm. Einen Smart Inverter. Der. Schauen wir mal, wo uns der hin bastelt. Und zwar soll der uns. Ach, jetzt brauchen wir hier wieder einen Strom. Komm, weißt du was? Hier haben wir. Hier können wir unsere doofen.
Burner hier nehmen. Weil der versorgt sich immer selbst. Du legst... Ja, das ist die richtige Seite. Und der hört nämlich dann einfach auf. Dann können wir uns den hier nämlich sparen. Stattdessen kommt ein gerader Belt rein. Du kriegst noch mal ein bisschen Dampf. Kupfer haben wir jetzt nicht die Welt, aber es reicht. Hier kommt die Kohle ran, das passt. Es ist über Roboter echt geschickter. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Über die Roboter als... Komm, da können wir wieder ein paar rein. Über Roboter gefällt es mir in jedem Falle besser als über diese doofen Bänder. Gut, Kohle ist voll. Weil hier hört er schön brav auf, wenn die eine Seite voll ist. Das ist schon besser. Und hier machen wir jetzt noch ein Steel Furnace und dann haben wir es aber wirklich. Und das haben wir auch geschafft. Perfekt. Oh, diese Module finde ich gut. Die machen wir, damit können wir dann Speed-Modul, Productivity, Effizienz und bei Factory-Transmission weiß ich nicht, aber diese Module können wir in alle unsere Geräte verbauen. Sehen wir hier noch nicht, da kommen dann neue Fenster. Und mit diesen neuen Modulen können wir dann schneller arbeiten, effizienter arbeiten, was auch immer wir haben wollen. Das finde ich ziemlich cool. So, jetzt aber. Du hast so schnell einen Verbrauch. Du schaffst es überhaupt nicht, hier vorzuarbeiten, ne? Komm. Macht's übersichtlicher, wenn da so einer sitzt. Weil alle anderen Bänder sind immer voll. Da sehe ich's gut. Hier sehe ich's nicht. Das gefällt mir nicht. Jetzt ist besser. Und ich überlege auch ehrlich gesagt, ob ich an die anderen Kisten auch nochmal Bänder mache. Einfach nur, um zu sehen, wenn ein Band leer ist, dass ich was tun muss. Dass ich was nachfüllen muss. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Kupfer, das ist jetzt nicht Prio 1. Gut. Ich denke, wir waren heute sehr erfolgreich. Für eine erste Runde. Wenn ich mir das hier angucke, was wir hier Schönes gebaut haben. Sieht gar nicht so verkehrt aus, würde ich sagen. So, hier haben wir jetzt den kompletten Überblick. Doch, das gefällt mir gut. Wir haben, klar, im Endeffekt all das hier hat nur erstmal den Sinn, hier eine winzige automatisierte Fertigung zu haben. Aber genau das war mein Ziel. Beim Testspielen habe ich da nämlich echt so ein bisschen gekämpft. Und ja, da sind wir jetzt auf jeden Fall besser dran. Wenn wir jetzt hier schon mal eine halbwegs automatisierte Fertigung haben, wo wir nur noch die Teileversorgung manuell machen müssen. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt mal verabschieden. Ich danke allen, die zugeschaut haben. Waren heute doch sogar mal gar nicht so wenige auf Twitch, mehr als ich an sich gewohnt bin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir werden demnächst weitermachen. Ich werde es wieder über die bekannten Kanäle verteilen, informieren. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut.